Amen. Lasst uns in unserer Bibel zu Lukas Kapitel 19 gehen. Lukas Kapitel 19. Das wird ja eine Sabbatschule. Also ich lade ein, dass Leute ihre Gedanken teilen. Lukas 19 und wir fangen dort in Vers 37 an. Bitte schlag zum Deutschen selber nach. Vers 37, und wenn er, Jesus, der nahe gekommen ist, zu dem Berg der Oliven, da war die ganze Menge der Jünger, die anfingen zu jubeln, und sie fingen an zu sagen, gesegnet sei der, der ja kommt im Namen des Herrn, und Herrlichkeit und Friede sei in der im Himmel. Und einer unter den Mengen sagte ihnen, ein Pharisäer, dass er seine Jünger tadeln sollen. Und er antwortete und sagt, wenn diese nicht schreien, dann so werden es die Steine tun. Also wenn wir die Linie von Christus betrachten, wo sind wir denn hier, wo befinden wir uns denn hier zu dieser Begebenheit? Es ist der Siegeszug von Jesus oder der siegreiche Einzug. Und was tun die Jünger? Speziell in Vers 37, was machen sie tun? Was tun sie denn buchstäblich? Sie sind eine laute Stimme, ein lauter Ruf. Und wir können das auch den Mitternachtsruf nennen. Also sie schreien. Und da gibt es auch andere Stimmen. Was sagen diese anderen Stimmen? Tu nicht rufen. Und Gott sagt, Jesus sagt, wenn sie nicht schreien, dann schreit wer? Die Steine. Also was verstehen wir, welche Steine, wer sind denn die Steine? Und es sind die Heiden. Und warum sind es dies denn die Heiden? Warum sehen wir das so? Okay, because they were, that's the pot calling the kettle black, isn't it? So, lasst uns, haltet euren Finger da drin und lasst uns zu Matthäus 3, Vers 7 gehen. Matthäus 3, Vers 7. Matthäus 3, Vers 7. Und wenn er, und dies ist jetzt Johannes, der Täufer, viele der Pharisäer und Sadduzäer sah, sagt er, oh, ihre Generation der Schlangen, flieht von dem Zorn, der kommt, bringt vor Früchte der Buße. Und ihr sagt, dass ja, Abraham ist euer Vater, aber ich sage, dass es Gott möglich ist, Steine ist, als die Kinder von Abraham zu erwecken. Also was kann Gott machen? Die Kinder Abrahams kommen ja nicht aus den Steinen, sondern wie, wenn die Heiden Steine sind, was sind die Kinder Abrahams? Was ist denn ein Stein? Ein Stein ist tot und man kann nicht noch toter werden wie ein Stein. Also, wenn man offensichtlich, wenn man ein Kind Abrahams ist, dann ist man nicht tot, sondern man hat Leben. Und was hat in sich selbst Leben? Also, ich möchte, dass ihr einen Stein mit etwas anderem vergleicht. Wenn ihr Christi seid, dann seid ein Samen. Das heißt, wenn man ein Stein ist, ist man tot. Oder das andere ist, dass man ein Samen ist, wo in sich selbst, in drin ist, Leben ist. Und Gott sagt, mir ist es egal, ich kann hier etwas zu Leben bringen, was tot ist. Also gehen wir zurück zu Lukas Kapitel 19. Und Jesus sagt, wenn diese Jünger nicht schreien, dann werde ich Tote, also diese toten Steine erwecken und diese werden einen Ruf geben.
Also, was haben diese Steine? Sie haben jetzt nicht das Leben in sich selber, aber sie haben eine Stimme, denn sie werden schreien, sie werden eine Botschaft geben. Also Steine können sprechen. Wofür werden Steine noch benutzt? Für ein Gebäude zum Bauen? Zur Strafe, denn was macht man mit der Steine? Man kann jemanden steinigen. Also sie sind die Stimme, sie haben eine Botschaft, aber sie sind auch das Mittel der Strafe. Also das sind die Prinzipien, die wir von den Steinen nehmen können. So, okay, so and if you're stoned, what have you been doing? Sinning, and sinning is. Wenn du gesteinigt wirst, hast du was getan? Du hast gesündigt. So you've been breaking the law. Und das heißt, du hast das. It can speak, but it can also speak to condemn somebody who's breaking. Du hast das Gesetz dann gebrochen. Das heißt, ein Stein kann sprechen, aber kann auch sprechen, weil jemand das Gesetz gebrochen hat. Also in der biblischen Prophetie kann man dann noch etwas sehen, was etwas spricht und Gericht am Ende der Welt bringt. Aus dem Buch Offenbarung. Ich denke von Offenbarung 13. Ich denke an Offenbarung 13. Lasst uns da mal hingehen. Was tut denn dieses Tier? Es spricht. Wenn wir Vers 11, Kapitel 13, Vers 11 betrachten. Siehe, ein weiteres Tier kommt aus der Erde. Es kommt ein weiteres Tier aus der Erde. Es hatte zwei lammähnliche Hörner und sprach wie ein Drachen. Also dieses Tier spricht. Und im großen Kampf, was sagt Ellen White, repräsentiert dieses Sprechen dieses Tieres? Der Akt der Judikative und der legislativen Mächte. Also, wie spricht es? Judicial is what? Legislative. Legislative, Judikative, was ist das? Das ist Gesetz und Gericht. Also es spricht. Also das Sprechen ist über Gericht und Gesetz. Lasst uns zu Vers 13 gehen, der Vers 15. Und wir sehen hier, dass es Macht hat, um dem Bild des Tieres Leben zu geben. Also was kann dieses Bild des Tieres tun? Es kann reden. Es kann jemanden etwas, es kann auch richten. Also wenn wir diesen Gedanken einfach festhalten, wenn wir jetzt weitergehen, dass dieses Bild des Tieres sprechen kann und diejenigen verursacht, die dieses Tier nicht anbeten, dass sie getötet werden sollen. Also dieses Sprechen, ist es gut oder schlecht? Es kommt drauf an. Es kommt auf das Gesetz an. Ist es ein gutes Gesetz oder ein schlechtes Gesetz? Also hier haben wir ein Beispiel von einem Sprechen, einem Gericht, das verursacht wird durch ein schlechtes Gesetz. Also die Steine sprechen und sie können auch Gericht geben. Der mächtigste Stein heute ist wer? Kann jemand den mächtigsten Stein sprechen? Kann das jemand sehen? Satan ist kein Stein. Hat Gott Trump berufen, eine Botschaft zu geben? Sind wir Steine? Wir sind Samen. Also wir schauen jetzt für wen hier. Schauen wir nach einem Juden, wir schauen oder trachten nach einem Heiden. Ich denke, da ist noch hier jemand höher als Alexandre Cortez. Der mächtigste Stein in der Welt, ihr müsst ihren Namen nennen können, nämlich Nancy Pelosi. Warum Nancy Pelosi? Was ist sie? Sie ist ein Sprecher.
Sprecher ist, sie ist es vom unteren Haus, der Sprecher sozusagen, die höchste Person in dem Haus. Sie ist die zweite in der Nachfolge des Präsidenten. Sie ist die zweite. Wenn jemand etwas mit Donald Trump passiert, dann würde Mike Pence seinen Platz einnehmen. Wenn etwas zu Mike Pence etwas passiert, dann würde Nancy Pelosi würde sie die Macht annehmen. Am Abend von September 24, 2019, hat Pelosi hat sie gesagt, dass das Haus, das Repräsentantenhaus, jetzt ein Amtenthebungsverfahren gegen Donald Trump einführen würde. Und zwar hat sie das getan am September 24, 2019. Und sie ist die erste Frau, die ein dieser Sprecher in dem Repräsentantenhaus. Und sie ist die zweite in der Nachfolge von Trump, falls ihm was passieren würde. Am 1. November, ich schreibe das schnell hier hin, am 24. September sprach sie. Und sie hat eine Untersuchung angekündigt, nämlich dieses Amtenthebungsverfahren. Weil Trump seinen Schwur gebrochen hätte, seinen Einschwörungsschwur. Am 1. November hat sie ein Interview gegeben und sie hat dort auch wieder gesprochen. Und ich möchte Teile von ihrem Interview, das dort gegeben wurde, mit euch teilen. Sie sagt, dass das Amtenthebungsverfahren sehr wichtig für das amerikanische Volk. Sie müssen verstehen, dass niemand über dem Gesetz steht. Nicht mal der Präsident der Vereinigten Staaten der Staaten. Niemand ist über den Gesetz. Sie sagt, in den frühen Tagen unserer Revolution, schreibt Thomas Paine, dass die Zeiten uns gefunden haben, sozusagen. Hier sind sie. Sie haben die Unabhängigkeit erklärt. Sie haben einen Krieg Sie haben Krieg gefochten, sie haben Land etabliert, sie haben eine Verfassung geschrieben und sie haben eine Demokratie oder eine Republik erstellt. Und als am September 1787, wenn die Verfassung angenommen wurde, das sagt jetzt Pelosi weiter, am 17. September 1787 wurde die Verfassung angenommen oder akzeptiert. Und an diesem Tag, als Benjamin Franklin aus der Independence Hall herausgekommen ist, da haben sie gefragt, Mr. Franklin, was haben wir, eine Monarchie oder eine Republik? Und er sagte, wir haben eine Republik, wenn wir sie behalten können. Und sie geht weiter und sagt, dieser Genius der Verfassung basiert auf drei Zweigen. Es ist keine Monarchie, eine Republik. Und diese drei Zweige müssen sich untereinander ausbalancieren und selber in Check halten, sozusagen. Und am 17. September dieses Jahr hat ein Telefonanruf das Herz unserer Verfassung gebrochen oder ist dort reingetroffen. Also sie sagt, am 17. September 1787 war der Tag, wo die Verfassung angenommen wurde. 1787 wurde die Verfassung angenommen. 1787 was the day the Constitution was adopted. Die Menschen wollten keine Monarchie, sie wollten eine Republik. Am 17. September dieses Jahres, was passiert hier, dass hier
dass es hier das Herz der Verfassung getroffen wurde. Wie verstehen wir die Verfassung der Vereinigten Staaten? Ich lese hier von Wikipedia. Die Verfassung von den Vereinigten Staaten ist das Supreme Law, also das höchste Gesetz der Vereinigten Staaten. Supreme Law. Es hat 7 Artikel und die sind nachfolgend. Also die Verfassung beschreibt, die Verfassung hat 7 Artikel, die die Regierung Amerika beschreibt. Und die ersten 3 beschreiben diese 3 Zweige, die es in der USA-Regierung gibt. Es gibt das Haus. Also der erste Artikel geht über das Repräsentantenhaus, der Kongress. Also ich schreibe vielleicht einfach nur Kongress. Was ist das, was so wichtig ist, diese Macht, die der Kongress hat, die Balance zu halten und auch die anderen Zweige zurückzuhalten. Der Kongress hat den Senat und das Repräsentantenhaus. Also, das ist der erste Artikel. Der zweite Artikel. Worum geht es da in der Verfassung? Da geht es um den Zweig der Exekutiven. Und welche ist das? Das ist Trump. Also wer ist das denn hier? Das ist Pelosi. Wir wissen, dass es nicht sie allein ist. So wissen wir auch, dass Trump nicht, dass er nicht der Zweig der Exekutiven allein ist. Und der dritte Artikel geht um das Bundesgericht, das höchste Gericht. Also das sind die 3 ersten Artikel von diesen 7. Ich werde jetzt nicht die restlichen Artikel beschreiben. Der erste Artikel sagt, dass es da 2 Kammern gibt im Kongress, also zum Beispiel im Senat und das Repräsentantenhaus. Und es wird betrachtet, dass es ist die älteste nationale Verfassung, die in Kraft tritt ist, seit 1789. Und es gibt 27 Zusätze zu dieser Verfassung. Die Frage ist jetzt, warum wird die Verfassung geändert, um die Notwendigkeiten einer veränderten Nation zu treffen oder gerecht zu werden. Um was geht es? Die 10 Zusätze sind diese Bill of Rights, die Zusätze der Gerechtigkeit. Sie tun Rechte. Was tun die ersten 10 Rechte? Sie tun das Recht der Menschen und ihre Freiheit unterstützen und tun die Regierung Einhalt gegeben. Die 17 späteren Zusätze tun was? Sie tun die Erweiterung der Bürger untereinander vergrößern. Tun sie diese wegnehmen? Nein, sie tun sie erweitern. Also wir können alles in diesem originalen Dokument sehen, aber was macht ein Zusatz? Es tut noch erweitern. Es verdeutlicht. Die Vereinigten Staaten, der Senat, sagt, dass die Verfassung, die ersten 3 Worte, wir, das Volk, sagt der Senat, das bedeutet, dass die Regierung existiert, um zu dienen, und zwar den Bürgern zu dienen. Also, ihr müsst dieses Wort euch daran erinnern. Es existiert zu dienen.
Also seit 200 Jahren ist diese Verfassung, tut mir leid, ist aus Wikipedia schwer, das so zu übersetzen. Also die Verfassung existiert. Der Grund, warum die Verfassung so lange existiert, ist, weil sie so mit Weise und Bedachtheit sie geformt haben, ist, dass man, sie haben das Weise, die Macht und Regierung verteilt haben. Die Mehrheit regiert, aber es gibt Rechte für die Minderheiten. Jetzt gehen wir zurück zu Pelosi. Sie sagt, in einer Verfassung hat er, Donald Trump, hat unsere nationale Sicherheit durchkreuzt, indem er die militärische Sicherheit die militärische Hilfe zurückgehalten, obwohl der Kongress es geregelt haben, gesagt hat, wir geben der Ukraine militärische Hilfe. Und er hat das zurückgehalten. Und zwar, dieses Hilfe war, um die Ukraine und auch selber die USA vor den Russen zu sichern. Und Trump hat gesagt, dass er die zurückhält. Und weiteren hat er die Wahlen versucht zu manipulieren, zu seinen Gunsten. Und am Anfang hat er einen Schwur genommen, dass er die Verfassung beschützen will, aber durch seine Aktion hier hat er diesen Schwur gebrochen. Dann spricht sie über die drei Zweige der Regierung und wie weise diese sind. Was sie sagt, also Trump sagt über den zweiten Artikel, er sagt, er kann machen, was er will. Ich mache, was ich will. Und er realisiert nicht, dass es hier nur der zweite Artikel ist und nicht der erste Artikel der Verfassung. Und er sagt ja, ich mache, was ich will. Sie sagte, wenn er nur die Verfassung und die Bundespapiere lesen würde, dann wollten sie keine Monarchie oder eine unilaterale Regierung, wo nur eine Person komplett alles regiert. Sie sagt, das hier ist alles, geht hier um die Verfassung. Wir tun unsere Demokratie schützen. Und sie sagt hier in diesem Interview, wenn es zu der Amtesenthebungsverfahren kommt, dann geht es nicht um ihren Charakter, um seine Moral und sein Benehmen, noch nicht mal über seine politischen Einstellungen. Es geht hier darum, um die Verfassung. Und sie tut das immer und immer wiederholen, dass es um die Verfassung geht und ob er seine Macht benutzt hat, dass er seine eigenen persönlichen Interessen zu unterstützen. Also was macht er? Er tut seine Macht, die Exekutive, um seine persönlichen Interessen durchzubringen. Aber warum ist er eigentlich da? Er soll dienen, aber er dient sich selber und dient nicht seinem Land. Also er hat seine Macht missbraucht, um sein eigenes Interesse durchzuführen. Und das ist, was die Verfassung, unterspült. Und die Verfassung ist das höchste Gesetz. Und jetzt geht es alles um das. Es heißt, seit dem Amtenthebungsverfahren hat das Repräsentantenhaus eins nach dem anderen viele Gesetzesvorschläge dem Senat gesandt, aber dieses Amtenthebungsverfahren nimmt sozusagen die ganze Luft, die ganzen raus und keiner kümmert sich darum. Das heißt, jedes Gesetzesverfahren, das
Sie haben halt diese Gesetzesvorsätze zum Senat geschickt und dort sterben sie alle ab. Es geht hier um Gesetzesvorschläge über Klima, über Waffen, Schutz gegen Waffen, Schutz gegen Frauen, die vergewaltigt werden, Gleichheit zwischen Frauen, dass sie das Gleiche verdienen. Es geht hier um auch die Dreamers, die sozusagen illegal im Land sind. Also es geht auch um Immigration und so weiter. Und es geht auch um den Equality Act, wo es darum geht, dass es, wo es um die LGBT-Community geht, dass es da keine Diskriminierung mehr gibt. Und diese ganzen Gesetzesvorschläge gehen zu dem Senat. Aber was passiert? Durch das Amtenthebungsverfahren tut der Senat alles runterfahren. Und das heißt, die Verfassung kann hier nicht vergrößert werden. So, weiter sagt Pelosi, dass hier, sie sagt, dank Gott, dass die Gründungsväter, dass sie, die, damit meinen sie die Verfassung, dank Gott, dass die Gründungsväter die Verfassung was gemacht haben? Zusetzbar sozusagen gemacht haben. Warum kann man hier Zusätze hinzufügen? So damit man die Freiheit erweitern kann, zeitgemäß oder während die Zeit weitergeht. Also was haben die Gründungsväter getan? Sie sagen, diese Verfassung kann bearbeitet werden. Was heißt es zu bearbeiten? Wir werden es korrigieren. Und wir werden es korrigieren, indem wir es erweitern. Und was wird hier erweitert? Die Freiheit. Über was? Während die Zeit weitergeht. Also das zeigt, dass sie erkannt haben, dass hier das die Verfassung voranschreitend ist. Während es im Stein festgesetzt ist, gemeißelt ist, so kann es doch die Freiheit noch vergrößert und klarer dargestellt werden über die Zeit. Und wenn ein Präsident diesen Schwur nimmt, wenn er als Präsident eingesetzt würde, dann schwört er, dass er die Verfassung zu der Verfassung sie beschützt und die Verfassung unterstützt. Der Grund, warum es Zusätze gibt, ist, dass es da mehr Freiheit gibt. Und das gebraucht Zeit. Waren sie denn immer frei? Wann haben sie denn diese Freiheit bekommen? Also, wenn wir uns jetzt in Johannes versetzen können, wo stehen wir in Offenbarung 13? Wir sind am Strand und wenn wir in die eine Richtung schauen, sehen wir das Meer. Und in diesem See gibt es ein schlimmes, scheußliches Tier mit Zähnen, die dich aufessen können und Füßen, die dich zertreten können. Und wer tut das zu diesen Menschen, die in der alten Welt leben? Dieses Tier hat Hörner mit Kronen. Wir sehen, dass es ist königliche Macht in der alten Welt, die Freiheit nehmen. Und wenn wir in die andere Richtung schauen, sehen wir ein Tier mit lammähnlichen Hörnern. Sind da Kronen drauf? Nein. Und sie repräsentieren diese Separation von Mächten. Also er ist hier an dem Strand. Und wir sehen hier die Wechselung von königlicher Macht zu der Freiheit. Keine Freiheit in der alten Welt. Sie mussten in die neue Welt gehen. Und wenn sie dann in die neue Welt gekommen sind, hatten sie da Freiheit.
Warum hatten sie nicht wirklich Freiheit? Weil sie immer noch mit der alten Welt verbunden sind. Und die alte Welt war was? Dieses Horn hat eine Krone. Das war die englische Regierung. Und sie waren immer noch mit diesem Horn verbunden. Und dann über die Zeit hinweg, da wurden diese Gesetze in der neuen Welt zu viel. Und was haben sie sich entschlossen zu tun? Eine Revolution anzufangen. Sie mussten wegbrechen. Sie mussten einen Krieg kämpfen. Ein Krieg der Unabhängigkeit, um frei zu werden, dass sie frei von diesem Horn mit dieser Krone werden. Und dann konnte es verkündigen, dass es frei war. Also um die Freiheit zu garantieren, um die Sicherheit zu garantieren, muss es eine Regierung haben, die in dem Rahmenwerk des Gesetzes arbeitet. Also, um frei zu sein, was muss es tun, um frei zu bleiben? Es muss immer noch Gesetz haben. Ich möchte zurückgehen. Wir haben die Verfassung betrachtet. Sie haben ihren Krieg der Unabhängigkeit. Sie sind da drin. Sie tun die Königeautorität der alten Welt ablehnen. Und sie tun jetzt, sagen, dass sie frei sind und erklären, dass sie frei sind. Die tun diesen Ketten ablegen und sie tun, was machen sie? Sie tun diese Declaration of Independence, die Unabhängigkeitserklärung verkündigen. Und diese Unabhängigkeitserklärung war vom Kongress gegeben worden im Jahre 1746, am 4. Juli wurde es gegeben. Und da haben sie sich unabhängig von der Regierung von Großbritannien erklärt. Diese Unabhängigkeitserklärung hat offiziell alle Verbindungen zwischen den amerikanischen Kolonien und Großbritannien durchgeschnitten. Also die Aberklärungszeit der Unabhängigkeitserklärung sagt, wir sind frei. Und die Verfassung sagt, wie das ausschaut, frei zu sein. Das heißt, die Freiheit scheint aus, als die Freiheit bedeutet, dass man Gesetze hat. Also wie sah das aus, dass man frei ist, indem man noch Gesetze hat? Und über die Zeit hinweg wird diese Freiheit erweitert, indem man Zusätze dazu gibt zu dieser Verfassung. Also ich möchte ein bisschen über die Abhängigkeitserklärung reden. Ich lese einfach den ersten Paragraphen. Also die einstimmige Erklärung der 13 Kolonien von Vereinigten Staaten. In dem Kurs der Menschen wird es notwendig, wenn es notwendig wird, dass wir unseren Band mit England trennen, also jetzt können wir unsere eigene Regierung kreieren, so wie jeder es überall in der Welt machen kann. Also jetzt müssen wir jedem erklären und zeigen, warum wir das tun. Dass wenn die Zeit kommt, dass wenn man sich von einem König trennt und unsere eigene Regierung dann kreieren, dann müssen wir auch es uns möglich sein zu erklären, warum wir dies tun. Und wir denken, dass diese Wahrheiten selbst erklärend ist, dass jeder Mensch gleich geschaffen ist, dass jeder Rechte hat, dass jeder frei ist und seinem Glück nachgehen kann. Also es werden hier Wahrheiten verkündigt. Und was sind diese Wahrheiten? Diese Wahrheiten sind selbsterklärend. Sie sind selbstbeweisend. Man muss eigentlich da keine Erklärung, keine Beweise dafür aufbringen. Was braucht keine
keine Beweise. Was sagt die Unabhängigkeitserklärung? Dass alle Menschen gleich sind. Und weil sie gleich sind, können sie, haben sie Rechte, die untastbar sind. Was bedeutet es, unantastbare Gesetze? Es kann nicht weggenommen werden. Man kann es nicht wegnehmen. Niemand kann es dir wegnehmen. Es gehört jemandem. Und diese Rechte, unter ihnen befinden sich welche? Also unantastbare Rechte sind gleich, ist die Freiheit und das Trachten oder das Nachtrachten der, für Glück. Also ich habe das Recht zu das Leben, ich habe das Recht frei zu sein und ich habe das Recht, mein Glück nachzugehen. Und darüber sprechen wir noch in einer Minute. Und um diese Rechte zu sichern, werden die Regierungen festgelegt. Also was braucht man, um diese Rechte zu haben? Man muss eine Regierung haben. Governments are instituted among men, deriving their just powers from the consent of the government. Also, so any type of government, kann man jede Art der Regierung, würde das funktionieren? Ist eine Monarchie eine Regierung? Ja, aber es muss die Übereinstimmung derjenigen haben, die regiert werden. Also es geht hier darum, wenn die Regierung was anderes macht, wie die Leute es wollen, dann haben die eigentlich das Recht, es abzuschaffen, zu sagen. Und sie können eine Regierung formen, so wie es ihnen gefällt. Also wenn die Regierung es nicht das tut, wie wir es wollen, dann kann man diese Regierung abschaffen und eine neue Regierung schaffen, um sicherzugehen, dass ihre Rechte geschützt werden. Wer hat denn diese Unabhängigkeitserklärung geschrieben? Die erste, Konzept wurde von Thomas Jefferson geschrieben, dann ging es zu einer Committee von fünf, wo die Wörter und sowas behandelt wurden, bearbeitet wurden, und dann ging es zum dem zweiten Kongress. Also es ist durch einen Prozess hindurchgegangen, dieses Dokument zu kreieren. Jefferson, als er seinen ersten Entwurf geschrieben hat, diese ersten Paragraphen, was er geschrieben hatte, waren mehr oder weniger so, wie sie heute auch noch sind. Sie wurden mehr oder weniger übernommen. Danach kamen dann 20 Gründe, warum sie die Großbritannien verlassen haben. Es ging zum Beispiel um den König und das Parlament und so weiter. Und später haben sie dann einfach nur verkündigt, wir sind frei. Also sie haben ein paar Dinge da verändert, um sicherzugehen, dass das alles klar und deutlich ist. Also von diesen 20 Artikeln haben sie ungefähr 25% verändert und haben 20 dann drin gelassen. Also Thomas Jefferson hat diese bekannten Worte geschrieben. Und woher hat er denn diese Worte? Was ich möchte, ist, dass wir zurück in die Geschichte gehen, denn diese Unabhängigkeitserklärung war weitgehend plagieren, falls man das Wort kennt, war die Idee von jemandem, John Locke. Die Idee von John Locke. Wir gehen zurück in die Geschichte. Und wenn wir Thomas Jefferson fragen würden, wer die größten drei Menschen in dieser Geschichte sind, er wurde das einmal gefragt,
Da hat er gesagt, ist Francis Bacon, Isaac Newton und John Locke. Der Mann, der dieses... Der Mann, der Teil der Gründungsvater war, wurden viel von gewissen Philosophen der Zeit der Erleuchtung beeinflusst. Und einer von was John Locke. Also wer hat diesen Abhängigkeitserklärung beeinflusst? Es war John Locke, es war eigentlich ein Englischer und ein Franzose, Baron Montesquieu, von den 1500ern. Die Idee war, wenn wir die Regierung trennen, zum Beispiel in die Judikative, Legislative und in die Exekutive, dann können wir Rechte garantieren. Die haben diese ganzen Prinzipien von Schreibern zuvor zusammengefasst. Was hat John Locke hat ein Buch geschrieben 1689 und es wird die zwei Bünde der Regierung genannt. Und ich möchte, dass wir uns einfach zurück in diese Geschichte gehen, um einfach einen Überblick zu haben, was in dieser Zeit, was da passierte. Hier ein bisschen englische Geschichte. Ihr habt alle eine King James Bibel und King James war der Erste. Und er lebte von 1603 bis 1625. Und der war der Urenkel von Henry VIII. So, er war ein Protestant, aber er war auch ein starker Monarch. Und wir sehen das vor allem in seinem Kind, wie das sich entwickelt hat. Charles I., 1625 bis 1649. Und er war ein Katholik. Und Karl I. hat in das göttliche Recht der Könige geglaubt. Er hat das Parlament nicht beachtet. Er hat mit eiserner Faust regiert. Und was hat das Parlament gemacht mit Charles I.? Sie haben ihn entthront und haben ihn geköpft. Und wer nimmt jetzt seinen Thron ein? Wir kennen unsere englische Geschichte nicht sehr gut. Habt ihr schon mal von Oliver Cromwell gehört? Es war kein König. Er regierte von 1653 bis 1658. Und wie regiert er? Er war ein Puritaner. Und er hat seine puritanischen Glauben durchgesetzt. Also Orte, wo getanzt und Musik gehört wurde, hat er geschlossen. Er war wie ein Diktator. Weihnachten nicht. Oliver Cromwell ist dann gestorben, dann hat sein Sohn übernommen, aber nicht für lang. Dann war das Parlament, hat dann die Macht übernommen. Was sie gemacht haben, sie haben dann Charles II. Gekrönt von 1660 bis 1685. Und er war als der glückliche Monarch bekannt, weil er war ein glücklicher Monarch, denn er ist bekannt dafür, dass er die ganze Musik und das Tanz wieder zurückgebracht hat. Und er hat diesen Testakt durchgebracht, welches die Katholiken vom Parlament verboten hat, dass sie da teil sind. Nach Charles II. Kommt James II. Von 1685 bis 1688. Und er war ein Katholik. Und er glaubte wieder in die absolute Monarchie. Er glaubte in das göttliche Recht der Könige. Und während dieser Zeit,
Diese zwei haben viele Fehler gemacht, sie haben viel Kriege geführt, die Kosten verursacht haben. Sie haben das Parlament haben sie nicht interessiert. Und in dieser Zeit war auch wurde Großbritannien zu diesem Commonwealth. Und hier sehen wir dann in dieser Zeit die herrliche Revolution, Glorious Revolution. Was passiert ist, dass James eine Tochter hatte, nämlich Mary, und sie hat den William Orange geheiratet und sie haben gesagt, komm. Und was haben sie getan? Sie haben James den Zweiten abgeschafft und sie haben William Orange, William den Dritten, der, da er von der Niederlande kam, William von Orange und Mary haben sie dann sie haben zusammen dann eine Monarchie geführt. Und dann Mary ist dann gestorben, dann hat William alleine regiert, bis er gestorben ist. Und es ist in dieser Zeitperiode hier, dass John Locke und die anderen ihre Schriften benutzt werden. Denn was man hat, ist, dass man eine Trennung in dem Volk der Briten hat. Da gibt es diejenigen, die repräsentiert wollen. Es ist für sie okay, dass sie eine Regierung haben, einen Monarchie haben, solange sie der Stimme des Volkes durch das Parlament zuhört. Aber man hat auch andere. Und die andere Gruppe sind bekannt als die Patriarchen. Und die haben einen politischen Glauben, wie der Patriarchalismus genannt wurde. Und dies bedeutet das göttliche Recht der Könige. Da gab es einen Mann, Robert Filmer, der starb in 1650 und der hat ein Buch geschrieben, was geschrieben wurde, göttliches Recht der Könige. Was Robert Filmer getan hat, ist, er hat James zurück bis zu Adam nachverfolgt. Er hat gesagt, Adam war der erste König, er war ein Patriarch. Und dann hat er den ganzen nachverfolgt, also von Generation zu Generation. Und dann hat er gezeigt, warum Gott durch Adam eine Monarchie eingeführt und dann haben wir ging es bis zum Millenniumstag. Als William und Mary regiert haben zusammen, die meiste Zeit haben sie die Monarchen gegen sie angekämpft, welches weitgehend die Jakobiner sahen. Also es war die herrliche Revolution, welche die katholische Kirche, katholischen König gestürzt hat. Also John Locke hat dieses Buch geschrieben, Die zwei Bünde der Regierung, was er getan hat. Er hat es einfach in Stücke zerschmissen, Robert Filmes Buch zerstückelt, weil er hat biblische Beweise gebracht für seine Theorie und er dachte, es war einfach nur blöd. Lass uns zum 1. Mose gehen, Vers 26. 1. Mose, Vers 26. Und Gott sagt, lass uns Männer in uns, Menschen in unserem Bild machen und lass sie herrschen über die Fische des Meeres und so weiter. Was sie hier gemacht haben, ist, was sie gesagt haben, die Pronomen wären alle Adam. Und John Locke hat gesagt, dass es hier die Pronomen Adam und Eva waren, dass beide herrschen würden. Und dann würde der andere weitergehen zu 1. Mose Kapitel 3 und zeigt, dass Eva nur ein Subjekt war. Und John Locke ist dagegen angegangen.
Also er sagt dann, okay, Gott machte König an einem Tag, Tag und am nächsten Tag macht er ihn als Arbeiter wegen der Sünde. Also es ist hier eine große Argumentation. Also John Locke schreibt diese Worte, die Wahrheit, die selbsterklärend sind, und zwar, dass alle Menschen gleich sind, dass sie die Rechte haben von Leben und Freiheit, aber das mit der Glücklichkeit hat er nicht geschrieben, sondern er hat Grundstück, also sein Besitz hat er geschrieben. Und was Jefferson getan hat, ist, dass er das Wort verändert hat in dem Trachten nach glücklich. Als John Locke Besitz geschrieben hat, meinte er, dass man ein Grundstück benetzen kann, aber auch, dass man Erziehung und Bildung und so erreichen könnte. Man kann nach eigentlich teils auch, dass man nach seinem Glück trachten kann. Und zwar kann man hier die Rechte leben und Freiheit hat, aber man muss auch es anderen gewähren, also respektieren für andere. Das heißt, wir hätten hier, könnten wir das zusammenfassen mit dem Recht, dass wir kaufen und verkaufen können. Ich schaue, dass ich hier das Zitat habe. In 1689 hat Locke argumentiert, dass in seinem Buch Sein Zwei Bünde der Regierung definierte, dass das Leben der Menschen frei sein. Which he described as life, liberty, health, and indolency of body, and the possession of things. Das so direkt zu übersetzen. He said that the highest perfection of intellectual nature lies in a careful and constant pursuit of true and solid happiness. Whereas the patriarchal system, it defended the concept of absolute power, der absoluten Macht der Monarchie verteidigte. Das Buch, das dieser Filmer geschrieben hat, wurde Patriarcha genannt, wo es um die Königschaft ging. Also John Locke war für die Freiheit der Leute. Also Besitz, es geht hier um das Zitat, das John Locke sagt, dass Besitz eigentlich ist, buchstäblicher Besitz, aber auch Besitz für Dinge, nach denen du trachtest, wie Bildung und solche Dinge. Also, sie haben sich, lass uns das betrachten, sie gehen in die neue Welt, sie sind nicht frei, aber dann tun sie die Regierung sich von der trennen, die sich ihre aufdringt. Und jetzt sind sie frei und jetzt müssen sie diese Freiheit behalten. Wie machen sie das? Durch die Verfassung. Was ist die Verbindung zwischen der Unabhängigkeitserklärung und der Verfassung? Die Unabhängigkeitserklärung ist das natürliche Gesetz, wird das genannt. Und es ist selbsterklärend. Es braucht keinen Beweis. Es ist natürliches Gesetz. Es hat fundamentale Prinzipien oder besteht aus fundamentalen Prinzipien der Gerechtigkeit und die fundamentalen Charaktereigenschaften sind, dass die Leute gleich sind vor Gott. Was ist der Unterschied zwischen dem natürlichen Gesetz und der Verfassung? Die Verfassung wird das positive Gesetz genannt. Also diese Idee der Regierung, das positive Gesetz, ist menschengemacht.
Und es ähnelt dem natürlichen Gesetz. Das positive Gesetz ist nicht immer gleich mit dem natürlichen Gesetz. Aber der Zweck der Regierung ist, die beiden so nah wie möglich zusammenzubringen. Deswegen ist es, dass die Verfassung, dass sie zusetzbar ist, bearbeitbar ist, damit die beiden so nah wie möglich zusammenkommen, dieses positive Gesetz und das natürliche Gesetz. Diese Wahrheiten hier sind selbstredend, selbsterklärend. Und wann wurde das geschrieben? Dass alle Menschen gleich sind? Waren alle Menschen gleich? Entschuldigung. Es wurde 1776 geschrieben. Also was ist das Problem mit dieser Aussage? Wenn man in 1776 lebt, warum wurde das nicht praktiziert im Jahre 1776? Was zwingt man denn hier? 1776 schreiben sie das? Und dann, ich glaube, es war 1789, haben sie dann ihre Verfassung. 1791 haben sie ihr Bill of Rights. Also, und 1791 sind alle Menschen gleich. 1798 sind sie nicht gleich. Also was ist das Problem? Was ist denn ein Mann? Wer sind denn Männer? Wenn man nämlich ein Mann ist, dann ist man gleich. Wenn man nicht ein Mann ist, dann ist man nicht. Dann ist man Besitz. Also bin ich ein Mann. Ich bin Besitz. Ja, ich bin es. Also zurück damals war ich kein Mann. Also bin ich Besitz. War ein Heide ein Mann? Nein, also werden sie Besitz. Also haben sie dann keine Kontrolle über Leben, kein Recht zu leben, frei zu sein oder nach ihrem Glück zu streben. Also was passiert hier mit dem Gesetz über die Zeit hinweg? Jeder muss Freiheit haben. Also muss man Zusätze haben. Und diese Zusätze machen die Dinge klar, machen alle Dinge klarer. Also wer hat das geschrieben? Thomas Jefferson. Und wir wissen, was sie getan haben, dass sie die Dinge zusammengebracht haben, dass eben auch James Madison hat zugesagt, dass sie einfache Dinge zusammengetragen haben, die schon bereits existiert haben. Thomas Jefferson oder Madison, die hatten bereits Sklaven, also es wird ein Problem damals, was dieser Mann sozusagen ist. Wer kann diese Gleichheit haben? Wird zum Problem. Also wenn man diese Zeit betrachtet, er hat Sklaven, könnt ihr euch erinnern, er hat 20 Dinge in der Abhängigkeitserklärung, er hatte 20 Dinge sind da drin, aber er hatte mehr Dinge, die sie gegen Britain geschrieben hat. Sie hatten 25% haben sie rausgenommen, zum Beispiel die Sklaverei und so weiter. Das Problem ist, dass sie mussten 9 Staaten haben, die dem Dokument zugestimmt haben. Ansonsten würde es nicht durchgehen, dieses Dokument. So, das heißt, was hier passiert ist, haben sie gesagt, sie lassen die Sklaverei raus, weil sie wollen hier jetzt keinen Bürgerkrieg haben. Also lassen wir es raus, damit dieses Dokument durchgeführt werden. Sie haben gedacht, wenn sie jetzt hier einen Stand nehmen würden, aufstehen würden, sagen, keine Sklaven, dann hätten sie wohl hinterher ein riesen Schlamassel gehabt. Sie haben verstanden, dass alle Menschen gleich sind, aber sie konnten es nicht völlig auswenden. So sagen sie es, wie es war, aber dann später hatten sie trotzdem einen Bürgerkrieg. Und wir sehen hier, Menschen tun manchmal rechte Dinge, die zur rechten Zeit bearbeitet werden müssen, also ein Zusatz dazu gegeben werden muss. Go on.
Als es ursprünglich von John Locke geschrieben wurde, wenn man John Locke glaubt, dass alle Menschen gleich sind. Er sprach sich gegen die Sklaverei aus und er, im Jahre 1689 sprach er sich auch für Frauenrechte aus. Dies war das Zeitalter der Erleuchtung. Das waren Philosophen, die Licht der Welt gegeben haben. Wir rollen unsere Augen, wenn wir Philosophie hören, aber da gab es viele Wahrheiten, die gegeben wurden, dargelegt wurden. Welches Wort hat Gott benutzt? Am Anfang schuf Gott Menschen, männlich und weiblich schafft er. Wir verlieren es in der englischen Sprache. Mein Zweck ist, wenn ich zurückgehe zu ihm, es zu zeigen, dass sie nicht die Ideen nicht neu waren, sondern dass sie von der alten Welt genommen wurden. Es waren gebildete Leute, sie haben gesehen, was die Monarchie ist, und sie haben gesagt, wir müssen neu starten, wir wollen die Monarchie nicht hier. Also sind sie zurück zu diesen Männern gegangen und diese Worte geben. Füllen oder unterstützen, geben Kraftstoff für ihren Wunsch nach Freiheit, um uneingeschränkte Freiheit zu haben. Und die Verfassung ist da, um sie zu schützen, dass diese Freiheit weitergegeben wird. Die Gründungsväter glaubten, dass in einer perfekten Welt das positive Gesetz das gleiche wäre wie das natürliche Gesetz war. Aber in einer imperfekten Welt wussten sie, dass es unmöglich wäre, dies zu tun. Aber sie versuchten, dass das positive Gesetz mit dem natürlichen Gesetz so nah wie möglich war. Also diese Unabhängigkeitserklärung, ist das natürliche Gesetz. Es ist selbstredend. Es braucht keine Beweise, keine Erklärung. Und zweitens tut die Unabhängigkeitserklärung tut es Gründe geben, warum sie sich von Briten abwenden. Von den britischen Gebräuchen. Zu der Zeit war es King George, der König. König George war König in England. Von denen tun sie sich abtrennen. Und zu drittens erklärt die Unabhängigkeitserklärung, dass die Ziele und Zwecke der beiden von Amerika und Großbritannien so unterschiedlich war, dass sie sich trennen mussten. Also die Unabhängigkeitserklärung ist eine Aussage, wo sie gesagt haben, das ist, wie wir Amerika idealerweise aussehen möchten, dass es so aussieht, dass alle Menschen gleich sind, dass jeder ein Recht hat zu leben, frei zu sein und jeder das Recht hat, seinem Glück nachzutrinken und eine Hochzeitstorte zu haben, wenn sie es möchten. Die Verfassung tut das in zwei Prinzipien, in Prozeduren
um die Verfassung soll nicht nur die Voraussetzung geben, dass das eingehalten werden kann, sondern auch, dass es verbessert werden kann. Die Gründungsväter konnten eine Verfassung nicht so formen, dass diese natürliche Gesetz und das positive Gesetz so zusammen sind. Zum Beispiel sehen wir das hier mit dem Problem der Sklaverei. Dann hätten sie die Sklaverei hier durchgesetzt, dann hätten diese neun Staaten hätten nicht dazu gestimmt und sie hätten sofort Bürgerkrieg gehabt und ein sehr fetztes Land. The way to conform the Constitution more closely to natural law is to duly amend it. Also was sagt das hier? Wir tun die Verfassung nicht biegen, sondern wir geben Zusätze dazu. Wir tun nicht der Verfassung etwas hineinlegen zu sagen, ich glaube, das sagen sie, sondern wir geben Zusätze dazu, um zu sagen, das ist, was die Verfassung sagt. Also was haben wir gelernt? Zur Zeit der Mitternachtsrufes tut Gott was berufen? Die Steine. Und die Steine geben eine Botschaft und sie tun auch, es sind auch ein Mittel des Gerichts. Und wir haben einen Stein betrachtet, Nancy Pelosi, der Sprecher des Repräsentanten des Hauses, wie sie öffentlich gesagt hat, die das Amt der Enthebungsverfahren, das ist jetzt stattfindet. Und warum? Weil der Präsident seine Macht benutzt für persönliches Interesse und warum er, weil er die Verfassung unterspült und dass er seinen Schwur bricht. Was haben wir gesagt, ist der Zweck der Regierung zu dienen. Und was hat er getan? Er tut sich selbst dienen. Und wiederum, das ist das Problem, wenn wir zurück zu diesen ganzen Königen gehen. Was haben sie getan? Sie haben sich selbst gedient. Vor allem, wenn man diese hier betrachtet, was sie hier die Steuern erhöhen wollten für ihren eigenen, um ihre eigenen Dinge zu finanzieren, ist der Grund, warum diese herrliche Revolution dann stattfindet. Wir haben die Verfassung betrachtet und wir haben es mit der Unabhängigkeitserklärung verglichen. Diese ist das natürliche Gesetz. Die Verfassung ist das positive Gesetz. Also es ist natürlich, dass alle Menschen gleich geschaffen wird und mit unangetastbaren Rechten ausgestattet werden. Aber die Verfassung gibt das Rahmenwerk für die Gesetze, die diese Freiheit und Gleichheit sicherstellen und dass über die Zeit hinweg die Freiheit vergrößert wird. Indem wir die Verfassung vergrößern, wollen wir erkennen, dass alles bereits schon in der Verfassung in sich existiert. Es muss nur vergrößert oder verdeutlicht werden. Und dass diese Gedanken dann ins Gesetz reingeschrieben werden, so dass es da keinen Zweifel dann mehr gibt. Gibt es da irgendwelche Fragen? Wir werden jetzt hier eine Pause machen, wenn wir zurückkommen. Wir haben jetzt das Externe betrachtet. Im nächsten Vortrag werden wir das Interne betrachten. Das Interne betrachten, wie es sich mit Gottes Volk verhält. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du alle Menschen alle gleich kreiert hast. Wir danken dir für die Botschaft, die uns Leben gibt und Freiheit. Herr, du bist das Trachten nach Glück. Herr, wir möchten dir geben alles, was wir haben, und wir möchten verstehen, was es bedeutet, dein Volk zu sein am Ende der Welt. Während wir die Welt betrachten, die in der Krise sich befindet, dann beten wir, dass wir die Lektion lernen, dass wir uns selbst regieren können nach deinem Willen. Lass uns mit uns jetzt sein und wir beten dich in Jesu Namen. Amen.
Amen.